Also, wir sind auf dem Stand von Peugeot. Wir sind Gast bei der Daniela Zehr, Pressesprecherin Peugeot, und erkundigen uns über die Neuheiten vom Salon Genf. Also, wir haben ganz viele Neuheiten im Moment. Wir haben 5 Weltpremieren, darunter auch Starter 208. Wir haben einen Kompakt-SUV der 4008, der neu ist. Der 508 RXH, ein 508 Hybrid 4 Limousine. Also ganz viel Neues zu entdecken hier bei uns auf dem Stand. Sehr gut, das sind spannende Sachen. Mit dem 208 gehen wir ins Publikum rein, mit den anderen Neuheiten Hybrid eher so ein bisschen im grünen Bereich rein. Peugeot hat viel vor. Was wollt ihr dieses Jahr in der Schweiz auf dem Markt erzielen und wo liegt das Schwergewicht? Also Schwergewicht ist sicher eben der 208 erfolgreich einzuführen, plus so die ganze Hybrid-Modellpalette. Wir hoffen, dass wir das Jahr eben so erfolgreich abschließen können wie das letzte, also auch vom Volumen her, von den Einheiten her. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir das mit all diesen Neuheiten auch werden schaffen. Der 208er wird Road & Motor anlässlich von der Präsentation genauer dürfen vorstellen. Wir möchten jetzt für unsere Leser ein bisschen mehr erfahren über den SUV, über den 4008. Was können Sie uns dazu sagen? Es ist für die Schweiz ganz sicher sehr ein spannendes Modell, weil es ein weiteres ist, das permanenten Vierradantrieb hat. Also für die Schweiz sicher sehr gut geeignet. Er wird ungefähr Mitte Jahr zu Dendler kommen und wir hoffen, dass wir ihn erfolgreich in der Schweiz können lancieren können. Sehr gut. Das sieht spannend aus im Publikumsbereich mit dem 208, im SUV-Bereich, wo auch boomt etwas Gutes, und im Umweltbereich. Wir wünschen Peugeot viel Glück und gute Zahlen fürs 2012. Merci vielmals.